Guten Morgen, liebe Versicherung mit Kopf-Freunde. Ich bin heute früh raus, denn es geht nach Berlin mit dem Zug. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof. Und in Berlin bin ich 3 Tage. Schau heute vorbei beim InsurTech Frensurance. Das kennt vielleicht der ein oder andere von euch schon. Gucken wir mal den Laden an für ein paar coole Gespräche. Vielleicht gibt es auch ein Video dazu. Abends gibt es dann ein Community-Treffen mit mir, dem Chris von Sparen mit Kopf und dem Hendrik vom Unternehmerkanal. Das sind wir, glaube ich, knapp 40 Leute. Gesponsert von firma.de. Vielleicht kennt das auch der ein oder andere. Ziemlich cooler Laden. Am Donnerstag ist dann die Online-Marketing-Finanz- oder der Online-Marketing-Finanzkongress, so der Hauptgrund meiner Reise nach Berlin. Da bin ich ganz gespannt, wen ich dort so alles treffen werde. Und freitags abends geht es dann schon zurück und da treffe ich mich morgens nochmal mit einer noch nicht Versicherung, aber bald Versicherung. Element heißen die. Die machen auch ganz spannende Sachen und da schaue ich auch mal vorbei. Also es wird auf alle Fälle sehr spannend werden und ich halte euch jetzt mit diesem Vlog hier mal auf dem Laufenden. So, jetzt geht's erstmal zum Zug. Bis später. Taxidienst, den kleinsten Taxifahrer von Berlin. Servus. Angenehm. Den Chris von Sparen mit Kopf. Und jetzt fahren wir auch mal direkt zu ihm und werden dann irgendwo lecker was Mittagessen, bevor wir dann uns alle mal auf irgendwelche Termine gehen und dann heute Abend unser Community Meeting haben in. Wo genau ist das, Hendrik? Pankow, in der Poststraße, keine Ahnung, wo genau das ist, bei firma.de auf jeden Fall. Bei firma.de, genau. Die sponsern das Ganze, gibt Pizza und Bier. Umsonst. Umsonst, freut den kleinen Sparkopf hier. Und genau, also. Bis später. Ein bisschen quatschen mit dem Social Media Marketing Team und schauen wir mal, was so an Kooperationen möglich ist. Ich bin mega gespannt. Gibt, denke ich, jetzt auch gleich ein paar Aufnahmen vom Office an sich. Leidenschaftlicher Tischtennisspieler. Ja. Insurance war wirklich cool gewesen, coole Firma,
Super cooles Gespräch gehabt. Da wird sich mit Sicherheit in Zukunft eine Zusammenarbeit irgendwo ermöglichen. Gefällt mir wirklich sehr gut, was die Jungs und Mädels dort vor Ort treiben. Habt ihr auch gesehen, ein bisschen Tischtennis gespielt. Wer es nicht weiß, ich spiele, seit ich 12 Jahre alt bin, Tischtennis. Das hat auf jeden Fall schon mal riesen Spaß gemacht und Pluspunkt hier eingesammelt von French Schuhens. Jetzt geht's weiter zur Firma, wo wir jetzt unser Community-Treffen haben mit den zwei Jungs hier vorne. Guck mal in die Kamera. Und gibt's Pizza und Bier. Und werden uns mit Sicherheit ein paar ganz coole Gespräche mit Zuschauern von uns ganz entspannt austauschen. Und ja, ich denke, das nächste Update gibt es dann morgen früh, wenn wir uns auf den Weg machen zur Online-Marketing, zum Online-Marketing-Finance-Kongress. Bis dahin, ciao, ciao. Morgen, Tag 2 in Berlin. Wir hatten gestern ein ganz cooles Community-Meeting gehabt. Knapp 40 Leute waren, glaube ich, da gewesen, ne? Ja, ungefähr. Und hatten coole Gespräche gehabt, wurde auch ein bisschen spät, waren erst um 12 zu Hause. Und jetzt geht's zum Online-Marketing-Finance-Kongress hier in Berlin. Auch wieder ganz viel Netzwerken, austauschen, gucken, was so geht in der Branche. Es sind ein paar coole Vorträge mit dabei. Und schauen wir uns mal an, was der Tag hier so bringt. Und ich gebe euch immer wieder mal ein kleines Update, was es denn dort so zu sehen gibt. Online-Marketing-Finance-Konferenz wurde gerade eben offiziell beendet. Ihr seht im Hintergrund hier, gibt es jetzt noch ein bisschen Get-Together, Grillen, es gibt Bier und Netzwerken natürlich ohne Ende. Und später gibt es dann noch eine Aftershow-Party. Da schauen wir wahrscheinlich auch nochmal vorbei. Es war auf alle Fälle ein mega cooles Event, ganz viele Infos zum Thema Online-Marketing, was sich ändern wird, was sich auch rechtlich ändern wird, so für 2018, was den Datenschutz zum Beispiel angeht. Sehr interessante Vorträge, was
Content-Marketing angeht, was Influencer-Marketing angeht, dass ganz viel in die Richtung Mobile gehen wird, was ja eigentlich den meisten schon irgendwie klar war, aber vor allem im Finanzbereich halt wahrscheinlich noch nicht so präsent ist, dass tatsächlich auch viel hier mobile gemacht wird. Also war für mich mal ganz interessant, das zu hören aus quasi erster Hand. Und ja, ich werde mich jetzt noch mit Hendrik und Chris, also den Jungs von Sparen mit Kopf und dem Unternehmerkanal, wahrscheinlich das ein oder andere Bierchen jetzt noch gönnen. War wirklich ein langer Tag, viele Vorträge, das schafft einen doch ein bisschen und das werden wir jetzt ein kleines bisschen genießen. Und ich nehme euch jetzt dann einfach noch so ein bisschen mit auf das, was der Abend jetzt noch so bringt. Schönen guten Morgen, Tag Nummer 3 in Berlin, heute der 12.05. genau. Gestern Abend hatten wir noch, wie erwähnt, die kleine Aftershow-Party. War in der Salsa-Bar, war jetzt nicht so mein Ding, deswegen sind wir da gar nicht so lange geblieben. Und jetzt habe ich meinen Termin beim, bei der quasi Versicherungs-Startup Element, Firma Element. Sind noch keine Versicherung, aber bald wahrscheinlich. Und in einfachen Worten ausgedrückt, was die machen, ist quasi, die machen dir deine maßgeschneiderte Versicherung, so wie du die haben möchtest. Und bei denen bin ich heute auf Termin. Wir tauschen uns ein bisschen aus, gucken, was so möglich ist, wie vielleicht eine Zusammenarbeit ausschaut, was ich vielleicht für Ideen habe, was die für Ideen haben. Und bin mega gespannt drauf. Stehe jetzt auch schon vor dem Gebäude quasi. So. Hier. Und jetzt gehen wir mal rein und schauen mal, ob die Jungs schon da sind. So, mein letzter Termin ist jetzt auch gerade geendet hier in Berlin bei der Firma Element. Richtig cooles Meeting gewesen, ausgetauscht, war auch komplett auf Englisch gewesen und bin gespannt, was da noch kommt. Will noch gar keine Details verraten, darf auch teilweise noch gar keine verraten, aber wenn es dann mal spruchreif ist, dann werdet ihr es natürlich als Erste erfahren. Ich habe mich jetzt hier in einem Café in Berlin breit gemacht, hier mal kurz rumschwenken, gibt es kostenloses Internet, auch günstige Fanta-Preise hier. 2,70 Euro, können wir mal machen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen arbeiten, ein paar E-Mails beantworten von euch und später am Abend, erst um 7:30 geht dann mein Zug zurück nach Aschaffenburg und da komme ich dann irgendwann nachts an, werde im Zug, denke ich, dann noch ein bisschen arbeiten, den Vlog hier quasi schneiden und ansonsten hoffe ich, dass der Vlog, dass über dieses Erlebnis jetzt, sage ich mal, so die Events, die letzten 3 Tage, euch ganz gut gefallen haben. Seid nicht ganz so kritisch mit mir, es ist mein eigentlich erster richtiger Vlog. Das muss ich auch noch wieder wahrscheinlich lernen, was man da alles so mit reinpackt, was ganz wichtig ist. Aber gebt mir doch einfach mal ein Feedback dazu, was euch gefallen hat, was ich vielleicht anders machen soll in Zukunft, was euch generell vielleicht an Vlogs interessiert. Ich bin nämlich die nächsten Monate auch mal viel unterwegs. Ich bin in San Francisco, ich bin in Portland, ich bin tatsächlich dann auch mal auf Hawaii. Lasst es mich wissen, da will ich natürlich dann auch ein bisschen vloggen für euch. Das Thema Versicherung wird natürlich auch nicht zu kurz kommen. Klar, da wird immer was mit reinfließen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Lasst unter dem Video doch noch einen Daumen hoch da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir natürlich noch ein Abo da. Ansonsten
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir sehen uns ganz einfach im nächsten Video. Bis dahin, servus und mach's gut.